Hallo und herzlich willkommen. Wir spielen heute ein Rollenspiel. Und das sind unsere Mitspieler. Das ist der Felix, das ist der John, das ist meine Schwester Christine. Hi. Hallo. Und wir spielen hier ein Abenteuer, was ich mir ausgedacht habe, mit einem eigenen Regelwerk. Ich habe dazu schon ein bisschen was gesagt. Wenn ihr das noch nicht gesehen habt, dann klickt jetzt einfach hier auf meinen Kopf. So. Danke. Okay. Wir werden jetzt erstmal... Mein Charakterbogen sagt, ich nehme alles wörtlich. Ihr habt gleich noch die Chance, euren Charakter vorzustellen. Okay. Auf jeden Fall. Ich lasse jetzt erstmal das Intro-Liedchen abspielen. Das könnt ihr überspringen, ist mir egal. Aber wir brauchen das, damit wir die Epischheit, die Epiklichkeit... Das Epische sein. Das Epische des Spiels aufnehmen können. Ihr fliegt mit kleinen Flieger. Ich starte jetzt das Lied. Juhu. Los. Es ist nicht... Und auch schon, der muss ich das rein. Ist Häppchen. Er hat ja gesagt, ihr könnt das überspringen. Ja, wir setzen jetzt nur hier, hören Musik und essen. Das ist doch gerade das Tolle. Leute beim Essen zuzusehen. Das mache ich zu Hause auch immer. Ich glaube, das ist auch in Äthiopien ein großer Trend. Essen und Musik, oder? Nein, anderen Leuten beim Essen zugucken. Achso. Heißt sowas nicht Foodporn? Ich glaube, das ist was anderes, aber ja? Ich kann mich auch irren. Ich weiß, dass es das auf alle Fälle gibt. Das ist doch was, wenn man was Leckeres zu essen vor sich liegen hat, das fotografiert und dann bei Facebook reinstellt. Ja, nur hier wird nicht fotografiert. Nee, noch nicht. Ich hab mir voll Mühe gegeben, das Lied rauszusuchen. Ich finde das. Du quatschst selber die ganze Zeit drüber. Ich kenne das ja schon. Ach so, und wir dürfen nicht drüber quatschen, weil wir so die Chance haben, dir beim Quatschen zuzuhören und das Lied nicht zu hören, oder was? Ja. Ja. Makes perfect sense. Also wenn das Lied noch läuft, hole ich mir mal noch was zu trinken. Ich will das trinken, hauen. Kriege ich eigentlich Tantiemen, wenn ich für diese wunderbar wohlschmeckende Dr. Pepper Werbung mache? Halt mal die Kamera. Dr. Pepper, play hard, drink some. Man schmeckt die 21 Geschmacksrichtungen, meistens nur 5. Warte mal, soll ich es dann so, damit man es auch sieht, oder? Immer wenn du trinkst, musst du sie hochhalten. Ja, so. So. Ah, ist das lecker. Dr. Pepper. Nimm deine Füße weg. Nimm deine Füße weg. Ja. Zum Glück hört man uns jetzt sowieso nicht, wenn die Musik so laut ist. Wunderbar. Das kann man doch bestimmt in der Post-Production noch ändern. Ja, das sollte Herzschlag darstellen. Habe ich mir schon gedacht. Gut, dass man es gehört hat. Ich mache erstmal das Lied wieder aus. Aus! So. Aber das war doch schon. War schon? Ja. Das war zu Ende. Es geht los! Yay! Das war der Startschuss für ein neues Abenteuer. Au! Du hast die Karte griffbereit, damit ihr gucken könnt, wo ihr seid. Das ist gut. Ihr wisst ja schon ungefähr, wo ihr seid. Ihr wisst es nicht. Ich sitze an einem Tisch. Es geht jetzt geht's aber wirklich los. Okay. Unsere Helden laufen seit dem frühen Morgen beinahe ununterbrochen eine Straße entlang, die einem kleinen Fluss folgt. Sie sind auf dem Weg zur nächstgrößeren Stadt Grimtal. Denn es lockt lukrative Arbeit. Unsere Helden haben sich zufällig auf dem Weg nach Grimtal getroffen und haben beschlossen, gemeinsam zu reisen. Warum, könnt ihr euch nur aussehen. Ist mir wurscht. Ich weiß es schon. Gut, schön. Es ist ein angenehmer Spätsommernachmittag, nicht zu warm, nicht zu windig und die kleinen Quellwolken am blauen Himmel bilden fantasievolle Formen. Die Sonne hat bereits vor einer ganzen Weile den Zenit überschritten, schon bald wird es wohl dämmern. Allerdings sind die Vorräte unserer Helden beinahe aufgebraucht. Bis nach Grimtal sind es noch schätzungsweise 4 Tage. Um nicht vollkommen unvorbereitet zu sein, üben unsere Helden gerade das Gespräch mit einem potenziellen Arbeitgeber und stellen sich so einander vor. Mein Name ist Heimdall, der rote Bär. Ich bin Zwerg,
bin 30 Jahre und Schmied von Beruf. Mein Vater hat mich in der Schmiedeskunst erzogen, doch leider ist mir in der Schmiede irgendwann mal ein schweres Gewicht auf den Kopf gefallen. Seitdem sagen die Leute, ich bin relativ doof. Dafür kann ich gut singen und tanzen. Sehr gut. Wunderbar. Es freut mich, euch kennenzulernen. Ich heiße Johnny Joker. Ich habe eine multiple Persönlichkeit, meinte mein Arzt, und wuchs in einer Großstadt auf namens Dunkelmoor. Dadurch, dass ich keine Eltern hatte, beziehungsweise sie nie kennenlernte, trieb ich mich oft mit sehr zwielichtigen Gesellen rum, welche mich des Schleichens und der Gassenlehre vertraut machten. Nun bin ich unterwegs und als Taschenspieler suche ich Reisende, welche mir meinen Lebtag etwas leichter machen, indem ich ihnen ein Spiel anbiete. Gaukler? Gaukler, Taschenspieler. Gaukler. Ja, ich bin Zachary der Wilde, vom Beruf her Schotterhändler. Und Schotterhändler. Schotterhändler und komme aus dem wunderschönen Städtchen Schotterkranz. Ja, ich bin 16 und lebe alleine. Ja. 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 Wie alt warst du eigentlich, Johnny? Ich bin 21. Boah, bist du alt. 21, alter Sack. Ja. Du bist, also ich bin 30. Du bist ein Zwerg. Stimmt, ich werde 200. Du bist wahrscheinlich noch mitten in der Pubertät schon ein Zwerg. Hast du überhaupt schon Bart? Ja, rot. Man wird halt mit Bart geboren als Zwerg. Und lange Haare. Aber bis zu meinem 25. Lebensjahr konnte man mich nicht zwischen Mann und Frau unterscheiden. Ich dachte, wenn weibliche Zwerge haben auch ein Bart. Ja, aber fluffiger. Ach so. Ah, Struktur ist anders. Ja. Gut. Das dient dazu, dass man sich richtig gut festhalten kann, hat man mir gesagt. Nachdem sich unsere Helden vorgestellt haben, taucht hinter ein paar Bäumen ein kleines Gehöft auf, welches neben einem stattlichen Hügel liegt. Der Hügel hat sogar eine kleine Klippe mit einem Gebüsch oben drauf. Okay. So ein richtig schönes oder so ein strubiges Gebüsch? Ist schon stattlich. Ein stattliches Gebüsch. Das ist schön. Groß. Falls die Ritter von Nie irgendwas von uns wollen. Die Ritter von Nie? Ja. Monty Python? Die Ritter, die immer Nie sagen? Ach so, okay. Insider darfst du doch nicht mit mir. Ach, okay. Ihr dürft jetzt. Was tut ihr? Ja. Also, ich sehe da ein Haus vor uns und ich vertraue euch beiden, weil ihr Menschen seid und gute Handelspartner. Ja. Ich hab Hunger. Du hast mir zumindest gesagt, du bist Mensch. Ich hab nie gesagt, dass ich ein Mensch bin. Du siehst so aus und du hast es ausgedrückt. Ich sehe so aus. Auf jeden Fall, ich vertraue kaum anderen Leuten, deshalb ziehe ich meine Axt. Steck deine Axt wieder ein. Was soll das? Oh mein Gott. Er will es umbringen. Also, da steht jetzt ein Haus auf dem kleinen Hügel, oder wie? Nein, nee, davor, der Hügel ist daneben. So. Das ist ein kleiner Mini-Hof. Ach so. So, also sind schon zwei Gebäude. So, Johnny Joker, da der Zwerg ein bisschen, Ja. Wollen wir hingehen zum Haus? Können wir tun. Machen wir es auch? Machen wir. Wir gehen dahin. Ja, ich gehe zum Haus. Ich komme mit. Meine Axt schneidet nur die Bösen. Mit der Axt weiterhin in der Hand. Oder die, die zu große Worte sprechen, die ich nicht verstehe. Okay. Mal sehen, wie lange dieses Abenteuer dauert. Ja, wir kommen dann also auf dem Hof an. Ja. Ist halt ein Haus, zweistöckig. Und dann ist noch so ein, sieht aus wie ein Schuppen. Okay. In der Mitte ist noch so ein kleiner Brunnen. Ja. Laufen Hühner oder so rum? Nö, nix. Ist der Brunnen vor dem Haus oder zwischen Haus und Schuppen? Warte mal. Ich habe hier noch was anderes. Ich höre nichts. Die Vögel sind weg. Die Vögel gehen nicht mehr. Wir haben eine Katze im Raum, das könnte das Ganze erklären. Oh. Ja, das kann sein. Die ganze Musik geht nicht mehr. Saboteure. Guck mal. So, Kacke. Ja. Ich behebe erstmal das Problem. Ihr könnt noch derweil weitermachen. Ja. Also, du bist ja davon ausgegangen, dass ich ein Mensch bin. Damit liegst du falsch. Das ist schlecht. Oh. Aber ich sehe aus wie ein Mensch. Das ist aber sehr merkwürdig. Ja. Du siehst aus wie ein Mensch, aber bist kein Mensch. Mhm. Was hat das zu bedeuten? Ich bin ein Werwolf. Oh. Allerdings
Also es ist nicht, wie man immer sagt, dass ich mich bei Vollmond verwandle. Nein, ich kann mich immer verwandeln, wann ich möchte. Mach mal. Nein. Warum nicht? Weil ich dann eine ganze Weile in diesem Körper bleiben muss. Er ist ein Zwerg. Und? Er muss die ganze Zeit in diesem Körper bleiben. Das stimmt. Das USB geht nicht. Also nur weil ich dann noch ein bisschen mehr Fell habe, heißt das nicht, dass ich mit ihm auf, ne? Ah. Ja, dass wir zusammengehören. Ich dachte, ihr könnt dann besser kommunizieren in eurer haarigen. Also ich kann dann besser mit Tieren reden, das stimmt schon, so, aber so. Der Zweck ist... Respektiere den Bart. Der Bart. Der Bart ist ein Tier? Nein. Hat der Bart Hunger? Ich kann ihn mal fragen. Nein. Also ich stehe einfach nur neben euch und halte meine Axt in der Hand. Ja. Okay. Steh uns bei, Zwerg. Das könnte gefährlich werden. Mhm. So, ihr seid nun auf dem Hof. Es ist nichts weiter passiert, als dass ich euch unterhalten habe. Ja. Nur mal so nebenbei, außerhalb vom Charakter, denkt daran, ich nehme alles wörtlich. Okay. Also wenn du irgendwie sagst wie, oh, nicht, dass ihm ein Ungeschick passiert, dann kann es wirklich sein, dass ich meine Axt werfe oder sowas in der Art. Oh. Nur so als Hinweis. Passiert. Ich bin ein Gott. Ich glaube nicht an fremde Götter. Also es ist, ich glaube nur an die Schmiede. Tatsächlich ist es ziemlich ruhig auf dem Hof. Irgendwie passiert einfach nichts. Hallo! Hallo! Keiner antwortet? Ich gehe mal zum Haus und klopfe an die Tür. Reingeht auch keiner. Kanada! Ich gehe hinterher. Anscheinend Kanada. Ja. Ich gehe hinterher, hebe meine Axt und schlage auf die Tür ein. Du schlägst auf die Tür ein? Warum tust du sowas? Nein, tu das nicht! Man kann ja erstmal gucken, ob die Tür zu geschlossen ist. Ja. Ich hatte es probiert. Ich habe die Tür aussieht am Ende. Also was muss ich werfen? Du triffst auf jeden Fall die Tür. Ich glaube W6. Achso, 3W6 plus 5, war? Ja. Die Tür war aus Holz, ne? Ja, ich so Holztür geil aus. Ich bin dumm, ich nehme immer die einfachen Lösungen. Das müsst ihr wissen, wenn ihr mit mir zusammen seid. Einfache Lösung draufhauen bei einer Tür, wo man klinken kann. Das ist ein Zwerg. Das sind 12 plus 5 sind 17. 17 Schaden. Also die Tür hast du, hast sie gespalten. Hat sie wieder raus. Und zwar einmal so durchgehackt hast du die. Komplett von oben bis unten. Und die Seite, wo die Klinke dran ist, die fällt ab. Die andere Seite, die bleibt halt noch im Scharnier hängen. Ich guck rein. Okay. Sehe ich was? Was sehe ich? Du guckst rein, du siehst erstmal keine Leute in dem Raum. Also es ist ein Raum. Mhm. Und, oder? Ich muss mir kurz vorstellen, wie der Raum aussieht. Du siehst halt geradezu, es ist ein bisschen dunkel, ist schon alles ein bisschen angestaubt. Da ist ein Tisch, ein paar Stühle siehst du, die umgeworfen sind auf dem Boden. Wolfmädchen, das sieht verdächtig aus. Ich bin kein Mädchen. Entschuldigung, bitte. Oh. Es ist ein Werwolf, siehst du das denn nicht? Ihr seht alle aus wie Menschen, ihr seht alle gleich aus. Wir sind alle gleich. Ich habe vielleicht ein bisschen längeres Haar, aber das heißt nicht, dass ich ein Mädchen bin. Bei uns Zwergen heißt es das auch nicht. Ich habe nur geraten. Ah. Es wirkt so, als ob irgendwas passiert sei. Ja, ich habe die Tür aufgehauen. Ja, nein. Es geht darum, was in dem Haus ist. Ja. Vielleicht sind sie geflohen, als sie mich gehört haben. Ich habe das schon öfter gemacht. Also ich glaube mal nicht. Nein, die Türen aufgehauen. Ich bin schon öfter geflohen, als ich mich gehört habe. Oh mein Gott, wer spricht hier? Also, Zwerg, ich glaube nicht, dass sie geflohen sind aufgrund von deinem Gerufe, weil hier liegt schon überall Staub. Das heißt, sie sind schon länger nicht mehr da. Was mag hier wohl vorgefallen sein? Und ansonsten mal wirklich keiner rundherum, ne? Du siehst niemanden. Du hörst niemanden. Es kommt dir so vor, als ist leer. Okay. Es zwitschern nicht mal Vögel, komischerweise. Ich fühle mich unwohl. Ich stehe ja daneben. Was sehe ich? Ich bin ja nur ein Meter, also ich bin ja kleiner als sie, ja nur 1,40 Meter. Du siehst einen Werwolf. Ich bin Zwerg. Wie er gerade durch die halbwaffene Tür durchguckt. Was? Du siehst gerade einen Werwolfjung, der einfach durch eine halboffene Tür durchguckt. Der steht noch da drin irgendwie. Guckt so ein bisschen hin und her. Ja, ich stehe so halb in der Tür. So mit dem Kopf halt drin, so ein bisschen. Wir sollten das Haus untersuchen.
Willst du reingehen? Ja. Na, dann geh rein. Ich geh hinein. Das geht nicht, weil du stehst noch in der Tür. Ich trete die andere, der Rest die Tür ein, die zweite Hälfte fällt zu. Du trittst die andere Hälfte der Tür ein. Aber ich bin nur mit Brutalos unterwegs. Darf ich wieder gehen? Das stößt mir weh. Na, dann sag das doch, dann gehe ich zur Seite. Ich bin okay. Sie zur Seite zu gehen. Also du betrittst nun den Raum. Mhm. Ja. Und du siehst halt einen Tisch, umgeworfene Stühle. Und hinten rechts in der Ecke, da ist so eine Feuerstelle, da ist ein Kessel, das Feuer ist aus. Da ist über der Feuerstelle, da ist so ein Bierkrug mit ein paar Blümchen drin, die sind verknorzelt, die sind vertrocknet. Ja, da siehst du eine Treppe, die in den zweiten Stock führt. Gibt es sonst keine Räume im unteren Geschoss? Nein, es ist ein Raum. Es ist ein Raum. Ist ein Raum. Ich wende mich zu dem Wolfsjungen und sage, hab keine Angst, meine Axt wird dich beschützen. Danke. Seine Axt. Ich fühle mich besser. Nein, es ist. Du fühlst dich besser. Du fühlst dich frisch. Ja. Du bist froh, dass wahrscheinlich das bald ein Kampf naht. Mit der nächsten Tür. Da ist noch eine Tür. Weiß ich nicht. Also, da ist eine Treppe, aber wir wollen nicht die Treppe zerstören. Wir wollen die Treppe benutzen. Also, ich gehe voller Vorfreude mit ins Haus rein und schaue mich um. Gibt es irgendwo einen Weg, weiter vorzufahren, außer diesem einen Raum? Nee, ist bloß der zweite Raum. Zweite Etage. Halt eine Treppe. Ist die zweite Etage. Dann gehe ich auf die Treppe zu. Verhau nicht die Treppe. Nein, ich weiß, wie Treppen funktionieren. Okay. Ist es noch möglich? Also manchmal.